Ho, ho, ho! Es ist wieder Zeit für Forza Horizon 5 im Multiplayer. Wir spielen Cops vs. Racer mit einer ganz besonderen Regel heute, die ich auch gleich näher ausführen möchte. Aber erst einmal stelle ich alle vor, die heute mit dabei sind. Da haben wir mit dabei Andi, Blutokaskade, Lukas370Z, 00nix, Jonathan, Max Jager, Perweka und zum ersten Mal dabei Stan und Snow. Grüßt euch! Hallo! Servus! Hallo! Moin! Da fällt mir jetzt ja ein übelst geiler Wortwitz ein, ne? Wenn wir schon jetzt hier Weihnachten haben und so schön dekoriert, leider aber kein Schnee liegt, haben wir immerhin Snow dabei. Entschuldigung. Ich habe einen Termin, haut rein, das war's mit meiner Folge. Ja, ich wünsche euch mal natürlich allen Zuschauern frohe Weihnachten natürlich und passen natürlich am Samstag und natürlich am 24. wollen wir euch das natürlich nicht entgehen lassen, dass wir heute auch nochmal ein bisschen eine Multiplayer-Folge zeigen und ja, wie angesprochen, spielen Cops vs. Racer und die besondere Regel ist heute, dass wir ja, quasi ein bisschen eine Art von Regel von FH4 CVR mit reingeholt haben, nämlich heute wird es so sein, dass wenn ein Racer festgenommen wurde, er erstmal raus ist, aber keine Sorge, er ist ja nicht für die komplette Runde raus, so wie es in FH4 war, sondern sobald das komplette Team festgenommen wurde, also die 5 Racer hier zum Beispiel, die man gerade sieht, dann dürfen alle gleichzeitig wieder spawnen. Aber es ist nicht so, wie wir es bis jetzt immer gespielt haben. Man wird erwischt und darf dann gleich wieder respawnen und dann geht's weiter. Sondern, wie gesagt, erstmal müssen alle erwischt werden. Das heißt, auch für die Cops ist der Druck natürlich da, wirklich alle mal zu bekommen. Genauso ist natürlich auch für die Racer oder für den einen Racer irgendwann mal der Druck da, dass er vielleicht wirklich der, ja, so gesagte Most Wanted ist, weil er noch der einzige gerade aktive Spieler ist. Aber ihr werdet es gleich sehen. Ich meine, so kompliziert ist es nicht. Wir gehen einfach mal ganz schnell die Racer-Karten der ersten Runde durch. Da haben wir einmal einen Ford Fiesta, der wird gefahren von Snow, moin. Ah, von Snow, perfekt. Seinem Snowmobil, ne? So. Ja, aber ohne Winterreifen. Ja, wären eh nicht erlaubt, aber ja, brauchen wir auch nicht hier in Mexiko. Gut, dann haben wir noch einen M4 mit dabei, gefahren von Perweka. Perweka, perfekt. Dann Shelby Daytona, gefahren von Luto. Luto, dann NSX, gefahren von Senna. Und Senna, perfekt. Und der ist nämlich auch dabei. Und dann haben wir noch einen Chevy Colorado gefahren von vom Weihnachtsmann. Also von mir. Oder so. Ach, ist auch egal. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit der ersten Runde und mal schauen, wie das so wird. Naja, gut. Jetzt können wir noch Gas geben. Kann man noch Gas geben. Genau, da der Weihnachtsmarkt uns Normalstadt so ein bisschen verwehrt und wir hier über diese komische Kante fahren müssen, was natürlich bei meiner Fahrzeugwahl jetzt nicht so das Problem darstellt, aber bei manchen anderen, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass man erst kurz bevor die Cops losfahren, den Simulationsschaden anmacht, damit da jetzt kein Nachteil entsteht für die Racer. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich glaube, der Nervenkitzel ist natürlich auf Racer-Seite schon jetzt ein bisschen höher, wenn dann halt wirklich man vielleicht einer der letzten ist. Mal schauen. Der Plan mit meinem Fiesta aufgeht. So, wir sind noch knapp 10 Sekunden, bis sie losfahren. Deswegen mache ich jetzt mal den Schaden bei mir an. So. Und der wird dann natürlich auch nicht mehr ausgemacht. Außer einer Kaffeepause für und ganz kurze go. Zeit. Im Übrigen, Fun Fact an die Zuschauer, der Colorado hier ist ein mit Serienteile absoluter Vollaufbau. Also mit Serienteilen meine ich keinen Modus-Swap oder sowas. Und damit komme ich genau auf den passenden Lee. Sehr spannend. Ich habe das Gefühl, wenn ich in der Verfolgung bin, ich werde die Cops allein wegen dem Sound vom Honda nicht loswerden. Warum ist der so nervig, oder was? Der ist laut, der dreht bis 9000. Zwei Cops fahren vom Norden ins östliche S rein. Bitter für die, dass sie mich nicht gesehen haben. Ja gut, ich meine, find's halt eh frech, Andi, dass du jetzt schon wieder ein Fahrzeug nimmst, was sich so gut im Verkehr tat. Ne? Musst du halt mal so was Auffälliges nehmen, wie ich. Ne? Ja, also ich finde das auch mit den Tarnfarben hier gerade fies, aber ich habe halt keine Wahl, was soll ich machen? Ich bin schlecht in CVR. Oder fliegt wieder ein Fahrzeug. Ja, das wissen wir alle. Das sind zwei Cops, die sehen mich natürlich viel zu spät. Aber es ist geil mit dem Colorado, da sind sie erstmal am Zögern. Wobei ich sogar extra die Bodykit-Änderungen dran gemacht habe. Und Zusatzscheinwerfer. Wo fährst du jetzt hin? Also, östliches S.
Richtung Norden. Also die beiden, die ich gerade hatte. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ob sie mich verfolgen. Sie waren, glaube ich, ein bisschen verwirrt. Ich finde es auch interessant, dass manche Stellen in Guanajuato gar nicht weihnachtlich geschmückt sind. Da die nordöstliche Ecke ist gar nicht geschmückt. Hier im Westen auch wenig. Ja, ganz im Süden auch relativ wenig. Frech. Das haben sie einfach nur für die Pressebilder gemacht. In Guanajuato. Wir suchen sie den Weihnachtsmarkt, der ist sehr gut. Ja. Die folgen mich echt nicht, also ich sehe sie zumindest nicht mehr. Gut, man muss auch sagen, ich habe halt auch hier mehr Leistung drin als Grip. Sprich, wenn ich, glaube ich, einmal ins Gas gehe, bin ich quasi, es ist wie so ein, ja, Sprung auf Lichtgeschwindigkeit. Dann. Moin. Ich finde es halt recht, dass jetzt irgendwie nur noch X-Klassen rumfahren. Kaum, weißt du, wo ich die X-Klasse gefahren bin, sind nur Colorados rumgefahren. Es ist einfach schon traurig, wie ich mich nicht im Verkehr tanken kann. Aber ist ja genau, und den Mercedes-Stern kleben vorne drauf, fällt nicht auf. Ist halt echt so, ja. Grundstruktur bleibt ähnlich. Oh, ich habe gerade welche gehört beim Theater. Oh, hallo. Hi. Okay, ich habe zwar auch kurz gebraucht, bis ich deine Scheinwerfer hinten gesehen habe am Dach. Ja. Ja, man zögert, dieses Millisekunde, wo man zögert, aber das ist genau den Vorteil, den ich habe. Jetzt noch ein Pain Spray einführen, dann wäre ich unschlagbar. Ich habe den Kopf Bahnhof Richtung Norden. Dann ist die einzig logische Konsequenz, in den Untergrund zu fahren. Nein, bitte nicht. Oh, ich fahre zum Untergrund. So, im Übrigen an alle Zuschauer, ich kündige das jetzt mal unter Vorsicht an, weil man weiß ja natürlich nie, wie die Technik streikt. Aber morgen, am ersten Weihnachtstag, werdet ihr auch nochmal eine Multiplayer-Folge sehen, wo wir auch nochmal was ganz Cooles ausprobieren werden. Ja, mehr verrate ich aber an der Stelle nicht. Vielleicht sogar noch ein Tick cooler, wie das, was wir heute machen. Ich meine, so eine krasse Änderung ist es jetzt nicht, aber das hat mal was anderes. Ne? Also, mir sieht es ehrlich gesagt nicht gut aus. Du überlebst es auf 20 Minuten, Pluto? Nein, das wäre halt, wär halt hart, ne, wenn alle überleben. Aber das haben wir noch nie geschafft, selbst in den ersten Ausgaben. Ich bin fair. Pluto ist fair, fair trade. Es waren halt echt nur X-Klassen rum. Ist doch jetzt ein Witz. Pluto, dir ist schon vorher klar, dass ich das in deiner Mappe schreiben muss? Ja, I know. Musst du nachher als Präsident wieder rausfischen. Ja, mach ich. Alles war so unglücklich. Eine Camaro habe ich frontal erwischt und es war nicht aber 35 Motor. Ich habe auch ein bisschen Sorge. Diese riesen Klötze sind manchmal, entweder halten sie ultra gut aus oder sie sind direkt tot. Ich meine, als ich die X-Klasse gefahren bin, hatte ich gar keinen Frontaltreffer bekommen, deswegen nevermind. Ey, das ist aber echt, das ist doch jetzt traurig. Ich sehe so viele Pickups und alles sind jetzt. Ohne Witz, Leute, schaut euch nochmal die Folge an, wo ich die X-Klasse gefahren bin. Da sind nur Colorados rumgefahren. Und da habe ich gesagt, in jener Folge, irgendwann werde ich mal einen Colorado fahren. Und ja. Ich fühle mich verarscht. Ich sehe einen M4 bei Theater. Und da ist auch ein Kopf und er sagt gar nichts. Da ist ein Ball. Stark. Kopf auch bei Theater. In welche Richtung? Teufelseck. Aber ich glaube, wir haben den schon direkt abgehakt, weil ich glaube, ich hatte gar nicht registriert so wirklich. Ein Camaro bei dir, Bamale? Doch, bei mir südlicher Tunnel Richtung Richtung Sperrstraße. Habe ich schon so viel Leistung und er ist trotzdem schön. Aua, 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 aua. Aua, der ist aggressiv. Ich bin Sperr Richtung Norden unterwegs. Wobei, ich glaube, ich biege ab Sperr Richtung Eskalation Richtung Bahnhof. Ich habe zwei Camaros beim
Theater. Von einen bei der Universität. Wir haben die drei Verfolgungen gerade, okay. Okay. Ich hab bei Bahnhof ihn weggedrückt. Fahr jetzt Richtung Süden runter. Okay, also ich glaube, ich kann meine Masse, wobei ich ja höchste Gewichtsreduzierung eingesetzt habe, aber ich bin immer noch 1,6 Tonnen schwer. Das Fahrzeug im Übrigen und auch. Und da kommt der Colorado noch dazu, ne? Genau. Also einer kommt vom Bahnhof, nicht vom Bahnhof, vom Brunnen entgegen gleich, Ray. Ja, ja, ich bin hab ich gehört. Richtung abgebogen, ja. Da ist auch wieder an mir dran. Aber ich dürfte, glaube ich, einen Drehmoment haben. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Drehmoment ich habe. Kann mal gucken. Ja, geht doch nicht. Never mind. Ja, ist jetzt NDU Richtung südlichste. Ihr habt zwei und den südlichsten Tunnel. Bremst ist halt echt nicht so geil bei dem Ding. Ich bin wieder speer Richtung Norden unterwegs, diesmal aber wirklich. Ja, warst du gerade auch, du bist nur vorher abgebogen. Ja, ja, genau. Ja, aber diesmal ziehst du durch, dass ich damit sage, oh, bremsen. Bremsen ist eigentlich das Schlimmste bei dem Fahrzeug, ich weiß gerade nicht. Ich mache da Breakdance und ja, fahren auf die Stelle. Stell ich mir super vor, bist in der Verfolgung, 4-Sterne-Verfolgung, alles, das halbe Präsidium hinter dir, steigst aus dem Auto, machst einen Breakdance erstmal, steigst wieder ein, fährst weiter. Ja, quasi wie der Endkampf in Guardians of the Galaxy, so, mehr verrate ich nicht, vielleicht hat es jemand noch nicht gesehen. Erst Dumbledore stirbt. Das ist, bei Ray ist mein Fiesta gerade aufgefallen? Nein, es ist da Verkehr, das ist nicht geil. Ich bin parallel nördlichst, komm rum da. Boah, nein, fuck, ich dachte, ich hab ihn abgemacht. Der ist echt, ich hab so das Gefühl, die Hauptverfolgung ist nicht bei mir, oder? Irgendjemand hat mehr an der Backe. Ja, okay, dann sag du mal eher durch. Weil ja, der wird genau vor mir festgenommen. Ja, das ist. Was habt ihr alle für Stress? Bleibt mal ganz geschmeidig. Ich bleib geschmeidig. Ich kann ja tanzen. Der ganz eben allein entspannt. Na, also ich sehe hier keine Problematik, Bruder. Ruhige Folge. Ich weiß gar nicht, machen wir eigentlich einen Counter bei? Ja, machen wir trotzdem, oder? Ich stopp zumindest mal mit. Ja, es gibt ja trotzdem eine Gesamtfestnahmezahl. Ist ja nur die Regel anders, wie viele in, oder wie man wieder zurückkommt. Eine Minute noch bis Kaffeepause, by the way. Ja. Hey, die Bremse ist so kacke, ey. Ich hab schon extrem Bremsdruck rausgenommen, aber der ist immer kurz vor Blockade. Der Kopf hinter dir ist weg. Haben ja die Handbremsmanöver echt viel gebracht. Verdammt, 0,9% Motor. Der zieht gar nichts mehr. Da fehlen jetzt 3 PS. Soll ich Geschenke ausliefern mit meinem modernen Dingens? So, also wenn ich es richtig mitbekommen habe, sind 2 raus, ne? Ja. Ja. Im Übrigen, im Auftrag der Transparenz. Manni wäre eigentlich gar nicht Teil dieses Teams, aber 00 Nix wollte unbedingt tauschen. Oder kommt ein ganz schneller Kopf, ganz im Osten. Ganz im Osten, Camaro, östliche Straße, Höhe, Baseball. Ich biege aber vorher ab zu dieser Unterführung, die es da gibt. Das ist echt krass. Jedes Mal, wenn der Verfolgung anfängt, bin ich wirklich am anderen Ende. Ja, ja, ist extra so getimed. Aber keine Ahnung, ob er mich da jetzt gleich wirklich. Ich muss so vorsichtig bremsen, das glaubst du nicht. Wenn ich die Zeit habe, blende ich gleich mal die Telemetrie ein. Ich denke, du musst auch sehr auf deinen Reifen achten, das wäre es, oder? Ja, ich gehe mal auf Telemetrie, dass ihr mal seht, wie viel Prozent ich nur bremse. Das ist unglaublich. Dass ich da nicht ins Blockieren reinkomme. Okay, ich habe möglichst den Camaro hinter mir. Ja, ich glaube, ich habe meinen schon wieder direkt abgehangen. Also ich glaube, mehr als 60% drücke ich nicht durch und ich habe schon auf 96 Bremsdruck gestellt. Was sind die Signale? Ja. Nein. Das sieht nicht gut aus. Ja, ich glaube halt einfach, weil das, die
Reifen sind jetzt nicht so ultra breit und wie gesagt, der hat als Grundwert, das hat irgendwie nur 4,1 Handling oder so, das hat echt nicht hoch. Aber das geht dann ganz gut. Vorwärts, Eskalation. Weil wie du fährst, Goliath? Bei Eskalation. Ich fahre jetzt. Also, ich habe gerade im südlichen Tunnel festgestellt, ja, der Honda ist laut. Ich habe einfach mal voll durchgetreten. Ja, habe ich bis hierher gehört. Nee, nichts mehr verstanden. So, wir haben noch 3 Minuten Kaffeepause. Wer will meine gerade machen? Da ist ein Zeppelin. Graf Zeppelin. Und da ist ein schwebendes Auto. Da ist ein Kopf, Alter, der ist an mir vorbeigefahren. Ich repariere mich gerade. Wo? Das ist südlichste Straße. Da war ein Kopf unterwegs. Ja, ich hab vier Kopfs hinter mir. Gut. Ich glaube, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber meine Erfahrung würde sagen, dann bist du gerade das Hauptziel, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Ja, man munkelt. Gerade nördliche, westliche. Jetzt kann er mir überlegen. Bei einem Untergrund? Ja, egal, ich gehe einfach eine Minute vor Dings. Also ich habe den letzten Kopf gefunden, der hat sich aber ein Scheiß für mich interessiert. Ja, ich glaube, die Fokus jetzt eher. Wobei das eigentlich dumm ist. Also einen Kopf würde ich glaube ich immer abstellen zu für. Weißt du? Ja, gut. Datenübertragung kam an. Ja. Ich nutze jetzt mal die Kaffeepause, warum nicht? Ich mach sie gleich. Ich habe eigentlich jetzt nicht so viel Schaden. Nee, ich habe gar nichts, aber ich. Oh doch, Reifen. Jetzt Alter, nicht. 50% vorne. Da merkst du mal, wie frontlastig der ist. Obwohl ja, ab Antrieb hinten ist. Ja, wahrscheinlich durch die Bremsen, obwohl ich kaum Lockup habe. Schon traurig. Will ich wirklich ganz nach Norden fahren? Da ist immer so viel. Wenn Leute, ich habe runter auf gerade bereit, da war überhaupt nichts. Ja, da bin ich gerade unterwegs. Das ist halt nur noch eine Minute, ne? Ich soll da einfach langsam. Sie fahren da bestimmt jetzt Ding hoch, oder? Machen sie doch meistens. Egal. Kann gut sein, ja. Ja, da ist auch ein Kopf, aber der sieht mich zum Glück nicht. Ist mir, doch, er sieht mich scheiße. Diese scheiß Dings mit Aktion, oder wie das heißt. Ja, so oder das Action Gleiche. Oder was auch immer. Okay, jetzt muss ich doch nicht nerdig sein. Da ist auch noch einer. Also ich habe einen an mir dran. Ich werde mich da zwischen der nördlichsten reparieren, denke ich. Von der Zeit ja, ich hab den anderen. Dürfen wir vom Schrottplatz Cops ansagen? Nein. Nein. Ihr dürft nur das kommentieren, was wir eh schon sehen, aber beziehungsweise was wir selber kommentieren, aber. Also du kannst Gebäude auf der Karte entsprechen, aber halt eben nix. Oh. Wir wenden doch nicht. Nee. Arsch. Alter, der Kopf hat mich echt nicht gesehen. Alter, wie gut war das denn jetzt? Der hat mich echt nicht gesehen, ne? Habt ihr das gesehen? Ich hab mich repariert und er ist aber weitergefahren. Ich hab ein Wendemanöver angetäuscht. Der ist drauf reingefallen, das war super. Ja, jetzt haben sie halt, jetzt ist halt fies für sie. Jetzt haben sie dich und mich, die wahrscheinlich erfahrensten TVR-Spiel, als Gegner. Wobei man fair enough muss sagen, Andi fährt natürlich in einem Fahrzeug, was natürlich für CVR überhaupt nicht geeignet ist. Das ist halt ich sag mal, es wird sich jetzt auch herausstellen, ich habe ja gesagt, ich bin Senna. Jetzt wird sich herausstellen, ob ich Erden oder Bruno bin. Ja. Ja, dann. Ich weiß nicht, ich glaube, Bruno hat eine kriminellere Laufbahn, oder? Also wer ist schon öfters mit dem Kopf abgehauen? Das ist doch jetzt die Frage, nicht wer der bessere Rennfahrer ist. Aber hey. Rennfahren hat es hier wenig zu tun. Etwas hier vorbemuten. Ja, das ist eine Challenge, ne? Wobei mit dem Fahrzeug, ich habe ein bisschen Angst, wenn sie mich mal ankicken, dann wird's ein Spaß. Ich muss auf jeden Fall sehr viel mit Handbremse arbeiten. Jetzt gehen wir mal kassieren. 1, 2, 3, 4, vielleicht 5, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall was. Wo bist du denn? Hauptstraße östlicher Punkt. Naja, dann höre ich dich doch nicht.
diese X-Klassen, ey. Ohne Witz. Mein Gott. Stop an, dass ich nachher auf Kopfseite auf einmal Colorado sehe, dann bin ich echt sauer. Manchmal echt eine Goldbärenpackung auf, ey. Hab ich aber nicht da. Das hat. Ja, natürlich. Das war super clean. Oh, Unfall! Jetzt selber raushauen. Nee, nee, ich nicht. Zwei so. Passanten haben Unfall gewonnen. Ich musste zu so dumm ausweichen. Wo, jetzt höre ich was? Wo bist du? Hauptstraße, östliches S. Ich habe da keinen Kopf. Ich bin mir nicht sicher, ob da hinten Kopf war. Egal. Hält noch hinten nicht. Wahrscheinlich jetzt die Baumallee fahren und versuchen, nicht das Theater abzuhauen. Vielleicht funktioniert. Wobei, vielleicht habe ich eine andere Idee. Nee, ich muss das machen, nicht das Theater. In die Winkelgasse rein. Quatsch. Wirrwarr. Ich verwechsel in letzter Zeit sehr häufig Wirrwarr und Winkelgasse, muss ich sagen. Einer. Dagegen kann man was tun. Was denn? Na, nein, darf ich das sagen? Da gibt's was von Ratiofahr. Achso. Also Andi, dein KDM war deine Route echt verdammt gut, wenn ich das gerade so schon mal anmerken darf. Ja. Ich weiß. Bam. Das ist so krass, dass Andi einfach mal Star Wars zitiert wurde, wie Star Wars gesehen hat. Der hat nicht geholfen, kann man nur. So, Rückwärtsgang und los, Leute. Mein Rückwärtsgang ist länger. Ich meine, ich habe ja ein Fies. Ah, was ich noch gar nicht gesagt habe, stimmt. Das haben wir viele vielleicht gesehen. Wir haben drei Camaros jetzt. Das war ein Vorschlag in unserem Chan, den ich Chan sehr gut fand, weil die Palas doch ein bisschen, ja, schwierig sind. Nennen wir es mal so. Wenn ich eigentlich im Pala was rüberfahre, die Camaro. Okay, das ist interessant. Ich finde Impala komisch. Ich halte mich für verrückt. Ich finde, je nach Jahreszeit macht es einen ultra Unterschied, wie der sich fährt. In irgendeiner Jahreszeit hat er irgendwie keinen Griff. Und bremst sich ähnlich schlecht wie mein Colorado hier. Wo bist du gerade? Untergrund. Ich weiß nicht, ob ich irgendjemand hinter mir habe, tatsächlich. Ich auch nicht. Ich gebe mich gerade ein gefährliches Gebiet auf jeden Fall, wenn sie jetzt gleich respawnen. Das ist mega. Ich weiß nicht, wie schnell fahren die. Die fahren schon schneller als 30, oder? Ich muss mich ja quasi auf diese Geschwindigkeit eingrooven. Ich bin immer 30 bis 50 so gefahren mit dem Fiesta. Ach stimmt, du bist ja ein Fiesta, der ist ja auch ultra gut getan. Ja, du bist auch mal vorbeigefahren. Ja, richtig, das ist mir gar nicht, glaube ich, aufgefallen. Und jetzt, wo du sagst, ist ja eigentlich das noch viel bessere Tarnfahrzeug, weil wer kommt denn bitte auf den Fiesta? Aber ja, das ist klar, Frontkratzer, ne? Deswegen Frontkratzer fahre ich, ja. Weil dieser eine Peugeot war doch so krass, ne? So ultra crit. Ja, der fährt wie so ein Allrad. Genau, der fährt sich wie so ein Allradfahrzeug, obwohl er nur Frontkratzer ist. Das ist total wild. Ich dachte sogar in der Folge, wo wir den verfolgt haben, dass er ein Allrad fährt, weil er und so wieder im Untergrund lebt wohl. Sayonara, ihr Trottel. Das ist aus irgendeinem Film. Aus welchem Film ist das nochmal? Ich muss schweigen, der da macht. Ja, wahrscheinlich. So, also ich würde jetzt mal frech behaupten, die sind weg. Ja, dann dürfen sie ja respawnen, wenn sie alle jetzt... Ne? Achso, halt, es war nicht wir. Wenn die Cops alle festgenommen sind, dann dürfen sie respawnen. Ja, ich finde gut, dass diese Formatidee direkt funktioniert. Also funktioniert im Sinne von, dass Bluto die ganze Folge eigentlich nichts machen darf. Aber du musst es so sehen, du bist zum Glück kein Aufnehmender. Als Aufnehmender wäre das jetzt richtig schittig. Deswegen hatten wir ja die Idee, einfach das mit dem Respawn einfach zu machen. Heute, was habt ihr denn für ein Glück, bitte? Also da wage ich jetzt mal zu sagen, du hattest... los. Also das war jetzt nicht aus der Folge raus.
Ich hatte jemanden an mir dran? Nein, eben nicht. Also nicht außer Folge. Ja, okay, gut, ich dachte gerade schon. Ich bin ja mit damit 120 den Untergrund lang gefahren. Wenn Ladekopf nicht reingekommen wäre. Der wäre jetzt ein Job los geworden. War doch. Ja. Okay, ich fahr mal weiter. Was ist Pluto? Leute, was ist denn los mit euch heute? Also, come on. Folgen Sie mich jetzt nicht? Also, ich glaube, die ist kein Boot. Das ist ein Kopf. Und da ist Andi und das ist nochmal ein Kopf. Tu einfach mal so, als ob sie mich nicht sehen. Dass ich sie nicht sehe, meine ich. Ach, ist auch egal, wie rum. Bisher sieht es echt ganz gut aus, auch wenn ich dann die Runde echt viel rumstand. Aber oh, ja. Weg mit dir! Er hat mich gesehen! Nein! Oh, was machen Sachen? Oh nein, Bremsblockade, Handbremse. Okay. Colorado, jetzt bitte. Ach, Heiner. Mach 2 bitte. Komm, auf geht's. Von Colorado zum Concorde. Wer kennt sie nicht, die Chevy Concorde? Let's go! Ah, die ist auch noch da, aber weg. Aua. Leider nicht so windschnittig. Nö. Fühl ich nicht. Bremse. Bremse wie eine Boeing 747. Da hab ich übrigens gelesen, dass die letzte der vor paar Tagen ausgerollt ist. Also wenn die Folge erscheint, vor aber. Ja, scheiße, da wollen jetzt eigentlich nicht hin. Das macht aber gar nichts. Achtung, Bronco. Da kannst du bekämpfen, dass du mit Reizbar. Hey. Nur dann funktioniert der Ausbremstrick. Let's go. Ich weiß, dass ich hier rechts abbiegen kann. Achtung, Wand. Ich hab ihn abgehauen. Weiter geht die wilde Fahrt. Sieht gerade abenteuerlich aus. Oh Gott. Wo bist du gerade? Teufelseck Richtung östliches S. In der Nähe, aber auch nicht. Jetzt der Motor. Ich stehe zu lang. Inaktivität festgestellt. Ja, sorry. Das war leicht. Ja, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, muss ich sagen. Aber gut, es ist eigentlich klar, dass bei den Regeln, also mit dieser anderen Respawn-Regel, die wir heute spielen, generell weniger Fenster stattfinden. Das ist eigentlich irgendwo ja logisch. Denkt mal drüber nach. Okay, jetzt ist es Trick 19. Klappt nicht. Aus Reihenkopf. Nicht ernsthaft. Ihr tut ja ein bisschen Snowline. Er hat ja vorhin noch gemeint, so geil, meine erste Aufnahme, dann CVR und dann muss ich ausgerechnet noch gegen Andy und Ray spielen. Ach, du hast es gesagt. Rein in den Untergrund, lebt wohl die zweite. Ja, dann ist doch gut. 2-1 Overtime. Ich kann es direkt auflösen, ihr seid beide nicht in einer Verfolgung. Also Andy, dein Move am Ende. Das ja. War geil. So ein Ding ist das. Heißt nur 3 Festnahmen. Das ist korrekt. Aber wir müssen es jetzt erstmal besser machen. Wie schon gesagt, rein um das mal kurz durchzuspielen, ne? Beim normalen Format, wenn man immer direkt respawnen kann, ist ja die Chance immer da, einen von 5 Racer zu finden. Wenn natürlich die Racer raus sind für eine gewisse Zeit, ist natürlich je weniger oder je mehr Racer man festgesetzt hat, je weniger fahren durch die Gegend und je geringer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, diesen einen zu finden. Deswegen muss der Präsident eine sehr schlaue Taktik an den Tag legen. Ne, Pluto? Kein Druck an Pluto jetzt, aber ja. Pluto, ich erwarte jetzt natürlich absolut taktische Finesse. Und wie die aussieht, das erklärt er uns gleich nach einem kurzen Cut. Wunderbar, die schwarze, die mattschwarze Seuche ist ausgebrochen.
Da ja hier Snow bei uns im Team zum ersten Mal dabei ist und jetzt zum ersten Mal das auch hinter den Kulissen miterlebt, kannst du ja mal gerne den Zuschauern, die ja nur erahnen können, wie das ist, so hinter den Kulissen mal kurz beschreiben. Wie lang ging das denn jetzt, bis wir uns hier so wieder aufgestellt haben, zwecks, weil der Multiplayer so toll funktioniert? Wie genau es lang gedauert hat, weiß ich nicht, aber wir nehmen auf jeden Fall schon 2 Stunden, glaube ich, auf. Naja, so lang jetzt nicht, aber es hat auf jeden Fall eine halbe Stunde jetzt gedauert. Also quasi eine halbe Stunde, in der wir eigentlich eine komplette Runde hätten spielen können. Haben wir jetzt nur damit gebracht, dass einfach mal alles synchronisiert. Es ist ein Träumchen, aber so ist es immer. Also kannst dich für kommende Folgen darauf einstellen, dass das immer so sein wird. Egal. Wir gehen ganz kurz mal die Racer der zweiten Runde durch. Da haben wir Lotus Exige. Der wird gefahren von Max Jager. Von Stan wird der Lotus Exige gefahren. Dann haben wir dreimal ein BMW M3, einmal ein E46 mit Club Rocket Bunny, dann ein M3 E46 GTR, dann nochmal ein BMW E92 mit Liberty Walk und die drei M3s werden gefahren von Max Jager, Bombe und 00nix und den TTRS fährt Lukas 370Z. Genau, ich glaube, dann haben wir alles zusammen und dann würde ich sagen, von unserer Seite lang genug gewartet. Wir gehen rein in die zweite Runde. Und deswegen gehe ich jetzt mal aus dem Fotomodus raus. Ich finde es super, dass ich mit meiner Kamera genau im Weihnachtsstand drin hänge. Ja, perfekt. Ich fühle mich wie der Verkäufer. Ja, was gibt's denn? Lebkuchen oder Scheren? Ja. Okay, Pluto, wir wollen. Oh, der TT hat sich verfahren. Wir wollen deine Power-Strategie hören. Ja, also am Anfang würde ich erstmal grundsätzlich sagen, gleich wie immer, also doch ein Zweierpärchen. Da dürfen jetzt gerade auch die beiden, die ganz rechts stehen, zusammen rumfahren und den Osten abdecken und die beiden links den Westen. Ich würde jetzt gerade so ein bisschen mal die Rheinstraßen abdecken und ja, alles weitere folgt, wenn wir dann schon jemanden festgesetzt haben. In Fahrtrichtung oder umgekehrt? In Fahrtrichtung, also so wie wir jetzt gerade gucken. Die, also die jetzt rechts stehen, müssen kreuzen, damit sie nach Osten kommen und sehr gut, ja, okay. Dann, ja. Also wir treffen uns in der Mitte. Westen. Ja, das stimmt. Nee, passt schon. Wir kriegen das hin. Wir sind ja Profis. Okay. Dann bleib ich in der Mitte stehen. Andi, wir fahren in den Osten. Oh, fahr mal rüber. Jo. Da sind wir dabei. So. Es geht los in 3, 2, 1. Risiko! Ich muss mal ganz kurz obligatorische Simulationscheckpause machen. Ja, ich habe den Chimu-Schaden gar nie ausgeschaltet. Kannst du doch mal in der Telemetrie nachgucken. Hast du vollkommen recht, aber ich bin dumm. So. Okay. Aber ich dachte dann, wenn ich gleich im Menü nachgucke, dann kann ich es auch gleich umstellen, wenn es falsch ist. Biegen nach rechts. Okay. Ich habe die Filter noch an, ich weiß genau, wo die sind. Perfekt. Und die weiß, wo sie sind. Ja. Und zwar genau da vorne, wenn wir jetzt da quasi da dran vorbei. Ja. Ja, das war aber ein Kopf, Mann. Ah, scheiße. Das wäre schön, einer von der Linde hier. Lutherbein, Blumenplatz, ist das ein Hate. Brunnen. Da ist er doch, der Lotus hier. Am Stadion, also innerer Ring, äußerer Ring, in die Stadt zurück. Der hängt bei mir schief, ey. Der hat gerade schon mal vorne eine kassiert. Fährt Richtung südlicher Tunnel. Macht gleich Attacke, ne? Ja, ja. Fährt in den südlichen Tunnel rein. Und zwar jetzt. Südlicher Tunnel Richtung Westen, also. Der wiegt ja gar nichts. Das ist also erwartet. Der wendet, versucht es zumindest. Er ist immer noch südlicher Tunnel, jetzt wieder zurück Richtung Osten. Ist er gestanden, hätte ich nicht hinkommen. War rechts vorbei. Ja. Westlicher Tunnel, südlicher Tunnel, ja. Jetzt raus. Richtung Teufelseck.
Ja, und fährt nicht unter Grund, sondern die Eskalationsstraße da an der Seite, aber biegt da bei Baumallee nördlich ab. Und fährt Hauptkreuzung und fährt von Hauptkreuzung Osten nach Osten. Ui, fehler Call. Und fährt weiter Richtung Osten, weil ich ihn dahin drücke und versuche ihn da festzu. Er kehrt um. Nein, ich überschlag mich. Nein. Katze. Perfekt. So. Fährt Richtung nördlichste Richtung Westen. Okay, ich versuche mal parallel nördlichste. Fährt da Richtung Süden, also Richtung nördlichste Pol unterwegs. Ja. Aber immer noch, also nördlichste an sich. Das ist wirklich falsch hier, wo ich war. Wir hören, dass wir uns rauskommen. Wo ist der gerade? Ja, das jetzt? Wohin? Ah, okay, I see. Darf ich da jetzt auch? Ja, ist ja alles erlaubt hier. Ja. Ist nördlichster Tunnel jetzt. Jetzt ist er geghostet. Jetzt habe ich ihn angeschoben aus Versehen. Nein, ich werde okay, er biegt Richtung Treppenplatz ab. Ich hab natürlich nicht da. Ja, setzt Treppenplatz los. Schwer Richtung Süden. Jetzt. Oh, ich bin zu schnell, ich bin zu dumm. Egal. Ja, jetzt so schnell, oder? 22, 23, 24, 25. Jawohl. Der erste Fang des Tages. Osten. Auf einer vielleicht zu mir, der andere dann eher Westen. Weil die anderen. In Richtung Osten, nördlichste Straße, war der eine in drei, glaube ich, unterwegs. Okay. So. Ich hab mich mal am Stadion. Achso, ja, natürlich. Ich fahre gerade am Lotus vorbei, dass ich einen Treppenplatz reinstelle. Ich denke mir, Moment, hier stimmt man Moment. Nicht. Moment, dich nehme ich fest. Ja, keine Ahnung, für euch ein Teufelsekunde. Was südlichst du jetzt da? Aber vielleicht war da was. Da keiner antwortet, schätze ich mal nicht. Ich glaube, irgendwie, wir haben auch nur gesehen, also ich bin jetzt auch nicht direkt in der Nähe. Ah. Meiner. Du hast keinen Streifenpartner, ne? Ja. Super. Lass dich jetzt ein. Ist jemand im Untergrund von uns? Nee. BMW ich da mal. Hier an. Wo? Wir war. Winkelwirrwarr, perfekt. Nein. Ist ja verwinkelt, ist wirrwarr. Wirrwarr Richtung parallel südliche oder Eskalation, je nachdem, wo er lang will. Eskalation will er lang. Eskalation ist zum Westen. Ich hätte noch einen BMW, ich bleib mal an dem BMW dran und ihr macht den mal. Ja, nur das. Und ich bin am GTR E46 dran, aber ist ja eigentlich irrelevant welcher. Jetzt hin. Kommen wir vorne durch. Der Mighty Rückwärtsgang. Ah, so sehr schnell. Ja, der ist raus. Ja. Nice. Okay, östlichste Straße von der Hauptstraße gerade gekommen, fahren Richtung Süden runter. Ist jetzt dann gleich fährt Richtung fährt nicht Winkelgasse, sondern da beim östlichen S, aber südlich davon die Straße. Und fährt auch Richtung Theater nördlich da bei der Baumallee. Beim Hohen Randstein, fährt auch quasi über den Hohen Randstein und fährt Richtung Hauptstraße bei Universidad und fährt Hauptstraße Richtung Westen. Fährt Hauptstraße Richtung Westen, ist Winkelgasse schon vorbei. Hauptstraße Richtung Westen, 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 Westen. Gleich Treppenplatz, Treppenplatz jetzt und fährt Speer Richtung Süden. Fährt Speer Richtung Süden. Bremst an und fährt parallel südlichste Richtung Osten.
Beide Ansagen folgen gleich. Er fährt von da aus Richtung südlichster Tunnel. Ist südlichster Tunnel. Rein, wird gleich rauskommen an der Ostseite. Ist draußen und kriegt die Kurve nicht. Ich mache kein unüberlegtes Manöver. Er knickt mich trotzdem aus, ist Eskalation. Eskalation abgebogen links. Und fährt wieder parallel nördlichste Dings, nicht Karolinöse, halt da beim Theater Hauptkreuzung jetzt, glaube ich, schätze ich mal. Nee, das links. Ja, und fährt Eskalation Richtung Westen. Paller müsste ihn sehen, ob wir ihn gesehen haben, da vorne. Ja, Eskalation weiter Richtung Westen, also nicht den Untergrund rein, zweite Untergrundabfahrt auch weiter. Jetzt gleich Sperrstraße Richtung Norden. Sperrstraße Richtung nördlichster Punkt. Jetzt sofort also am nördlichsten Punkt. Jetzt, um genau zu sein, bremst an nördliche Straße Richtung Osten. Westlich ist erst vorbei, nördliche Straße weiter Richtung Osten. Im Rechtsknick drinnen, im Linksknick drinnen. Mittlere Kreuzung, bremst nicht an, fährt weiter, nördliche Straße Richtung Osten. Um die Rechtskurve rum, Richtung Hauptstraße runter. Ist aber ein bisschen weg. Fährt ins östliche S rein, Richtung Süden. Sorry. Danke. Ich weiß nicht, wo er lang gefahren ist. Wir teilen uns auf. Reifenspur nach, ja, Richtung Baumallee runter. Richtung Teufelseck. Eskalation Richtung Westen. Also Richtung Theater. In Untergrundtheater rein. Meine ich. Okay. Aber nicht 100%. Ich fahr mal Untergrundeskalation rein. Wie gesagt, ist nicht 100%. Ja, alles gut. Der ist auch verdammt schnell, ey. Ja, Kadeh. Untergrund, Hauptstraße. Okay. Fährt aber Richtung Untergrund wieder runter. Fährt wieder Richtung Untergrundtheater, Abfahrt. Ja, ich bin leider eine andere Linie gefahren. Alles gut, fährt Untergrundtheater wieder raus. Eskalation Richtung Westen, Startturmplatz vorbei. Weiter Eskalation Richtung Westen, nicht in den Untergrund rein. Eskalation weiter Richtung Westen, zweite Untergrundabfahrt. Fährt er weiter, also Richtung Sperrstraße. Sperrstraße Richtung Norden. Déjà-vu. Hauptstraße Richtung Osten, also Treppenplatz vorbei. Schöner Treffer. Sehr schön. Westliches S Richtung Norden. Ja, nördlichster Punkt. Wo ist er gerade? Nördlichster Punkt. Ah. Ja, der wird sich reparieren wollen jetzt. Nee. Ja, der repariert sich. Aber mit. Los. Richtung Süden. Sperrstraße Richtung Süden, jawohl. Theaterplatz, Hauptstraße Richtung Osten. Bremst doch ein Stück. Hauptstraße Sorry. Weiter Richtung Osten. An der Kreuzung vorbei, das nächste ist also Winkelgasse. Fährt weiter, also zieht nach Osten gerade durch. Bremst an, fährt Richtung nördlichste Straße. Parallel nördlichste Richtung Westen. Winkelgassenkreuzung, fährt er weiter, weiter parallel nördlichste Richtung Westen. Er ist so verdammt schnell. Gleich auf der nördlichsten.
die Kreuzung abgebogen, westlich ist erst Richtung Süden. Hauptstadt ist Richtung Osten. Also müssen wir echt. Ja, wir müssen ihn so oder so bekommen, ne? Richtung Osten. Der ist halt verdammt schnell. Das S Richtung Süden. Weiß nicht. Richtung Osten weiter. Und dann Richtung Volksweg runter. Komm mal nicht wirklich ran. Das ist vielleicht Teufelseck unten. Dann Richtung parallel südliche. Parallel südliche rein in den südlichen Tunnel. Südlicher Tunnel Richtung Westen. Jetzt raus aus dem südlichen Tunnel. Fährt weiter, also wird die Speerstraße wieder kreuzen. Speerstraße Richtung Süden. Also südliche oder obligatorisches U. Richtung Westen. Fährt in den Park runter, obligatorisches U-Park. Wird also im östlichen Teil des Parks rauskommen. Fährt Park Richtung Süden. Richtung Eskalation. Eskalation Richtung Speerstraße, Richtung Osten dementsprechend. Speerstraße gekreuzt, Eskalation weiter Richtung Osten. Fährt Richtung Hauptstraße hoch, Hauptstraße Richtung Osten. Fährt nicht in den Untergrund, Hauptstraße weiter Richtung Osten. So, wie das, ich habe keine Reifen mehr. Ja, es ist auch was so krass, wie schnell er einfach ist. Hauptstraße weiter Richtung Osten durch. Gar nicht. Richtung nördlichste. Parallel nördlichste wahrscheinlich wieder, schätze ich mal. Ja, parallel nördlichste Richtung Westen. Weiter parallel nördlichste Richtung Westen. Da kommen wir was. Also E92. Ja, ich versuche mal anzusagen, aber es. Der TT ist nördlich. Ich glaube, der ist eh weg. Aber mal ehrlich. Ich habe andere BMW, hat auch noch recht gebraucht. Ja, nee, der ist sehr schnell. Von nördlichsten Tunnel Richtung Bahnhof. Gott, dann ist nämlich bei der Eskalation darüber, oder? Treff zu dem südlichsten Punkt. Kann ich nicht parieren, mein Gott, ey. Immer noch Bahnhof. Jetzt wieder Richtung Norden. Ah, ja, okay. Biegt rechts ab. Deeskalation. Hä? Kann er nach Eskalation kommen, wenn... Okay. Von Bahnhof. Hätte ich gerade Bahnhof und kam von Eskalation. Ja, er war hinter dir. Wo seid ihr jetzt? Jetzt die Wildwahl. Okay, schon zu weit. Und die Wildwahl kommen, gehen wir zu den. Zu der Kirche, zu der Stadtwelt. Aber da haben wir uns verloren. Wegen einem Transit. Ey, krass, ey. Also. Wir sind nur sogar noch schlechter also als andere. Also am Start war es gerade CT, aber ich hab's verkackt. Okay, wir müssen uns neu. TT ist in Richtung Hauptstraße unterwegs. TT? Wir kommen hier wieder sogar nicht. Ich bin jetzt nicht an dem drin. Also haben wir jetzt uns gerade noch was sonst wieder nee, ich glaube nicht, wir haben Folgen dran bekommen.
kriegen gerade leider nichts hin. Ich hab einen anderen Vermutung. Ich höre auf jeden Fall was im Untergrund. Ich soll mal Untergrund rein. Also ich habe was gehört auf jeden Fall. So kalt. Im Paladrium hinter dir ist der Audi. Der ist gerade am. Wie ist denn das? Eskalation. Bist du schon, da ist der Untergrund gefahren. Aha. Ich sehe weiter von oben. Wir müssen im Untergrund. Oh, da war es Hauptstraße, war was gerade. Welche? Noch vor der Winkelgasse. Ja, ich glaube. War der E92, ist am Treppenplatz eingeschlagen. Richtung Sperrstraße, muss aber wenden. Sperrkiste. Fährt weiter, also Uhr, das Südlichste. Fährt hoch. Oh, schade. Ich finde es so geil, dass diese neue Idee oder diese Fest, Idee halt überhaupt nicht zu Trage kommt, weil einfach wir es nicht mal schaffen, mehr 5 festzunehmen. Also jetzt erst daran, vom Uhr. Dass wir jetzt wenig Folge haben. Bei der Kultur, ich also gleich ganz im Westen raus. Seid nicht mehr so arg viel, also in ein paar Trans, ein, zwei Hits, dann ist der raus. Ja, wie gesagt, er hat eine eingeschenkt bekommen. Ja, jetzt gleich da Reparaturpunkt. Und platziert. Dann Reifen darf ich nicht erst fahren, ist gut. Der weiter zu der Diktatur. Ich bin 5 Sekunden hinten dran. Ungefähr. Gleich hört die Diktatur. Ja, ich hab nur fährt, ja, fährt Treppenplatz. Ja, aber ist noch vor dem Treppenplatz. Ey, der drückt mich aber gut weg, ey. Okay, ist Treppenplatz Richtung Osten, Hauptstraße. Und fährt Richtung. Nur fährt er nicht. Den setzen wir jetzt fest, ja. 21. So, Hammer. Dann das da abbiegen will. Was haben wir denn? Audi und? Der Audi 44. Und der GTR fehlt auf jeden Fall noch. Also der M3 GTR. Minuten noch. Also das muss man irgendwann glaube ich nochmal machen, aber also Respekt auf jeden Fall an den GTR, der war auch keine Chance. Ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Schauen Sie nichts. Ja. Ja, ich warte mal an der Hauptkreuzung beim Treppenplatz einfach. Schilder mal und guck, ob ich da was sehe. Das ist aber zum ersten Mal nach 21 Minuten quasi Spielzeit, wo wir jetzt die Situation haben, dass wir halt keine Verfolgung haben. Also nicht per se am Format. Das zu wenig Festnahmen. Der Kick hat gefühlt von Straßen ab und ich sehe keinen Mensch. Ja gut, es sind halt nur noch 2 jetzt, ne? Also ja, schon. Deswegen natürlich jetzt geringeres Wahrscheinlichkeit, den zu sehen. Kann ja auch sein, dass einer die ganze Zeit gerade die südliche hoch runterfährt. Da ist ja keiner. Ja, klar. Na, da bin ich, da ist keiner. Grund könnte halt wieder, aber da müssen sie, fährt man ja auch früher später raus. Also ich habe die Sperr große Teils im Blick, eben Treppenplatz und so weiter, aber der da jetzt nicht zufällig vorbeifährt, nördlichste oder so, wäre halt noch eine Möglichkeit, ne?
da zu viele Straßen. Ich habe ein, es ist Hanadel. Hanadel raus, parallel im Nördlichste, glaube ich. Ah ja, ich sehe es. Fährt Eskalation Richtung Bahnhof. Kann aber nicht sagen, ob er wirklich Bahnhof gefahren ist. Was von Norden her kann ich nicht weg. Keine Ahnung. Also wenn er da war, dann ist er schon wieder über alle Berge. Hier ist mir ziemlich ziel zerstört. Ja doch, nördlichster Tunnel wird er da gleich rauskommen. Ja. Beziehungsweise da in der Ecke. Ja, zum nördlichsten Tunnel. Links bitte. Ist er Tunnel gefahren? Ja, ist war noch schon zu schnell. Ich war über Speer hoch. In der Hoffnung. Er fährt nördlichste. Ja, schade. Komm. Der Hauptstraßenbahn quasi. Kann es gefahren sein? Es war in die nördlichste Richtung Osten und gleich ganz im Osten da. Warum ich hier rückwärts gegangen? Richtung, dazu ist F. Todeskörb, dann links abgebogen, also durch den Teufelseck. Ah, okay. Jetzt Teufelseck. Richtung Untergrund. Jetzt exakt Teufelseck, fährt aber nicht Untergrund, fährt danach wieder Richtung Osten. Westen, sorry. Eskalation Richtung Westen, gleich Theater. Er steht. Schade. Fährt Richtung Baumallee. Baumallee Richtung Hauptstraße. Haben wir frontal einmal zumindest eine mitgegeben. Ja, Richtung Hauptstraße. Ja. Hauptstraße Richtung Osten. Ja, sehr gut. Und hinten dran. Nicht so stark. Sind sehr gut. 15 Sekunden, dann ist Overtime. Wenn sich einer reparieren muss, macht er jetzt. Östliches S wieder Richtung Süden. Ich würde mich nicht hören. Richtung Osten. Potenzial ist Richtung östliche Straße. Ja, fährt Richtung östliche Straße. Biegt hinter das Stadion ab. Östliche Straße Richtung Süden. Ich fahre rechts vorbei. Ja. Nein, schieb ihn, ja. Das soll da nicht rein. Gut. Vorsicht. Kündig an, dass du entgegenkommst bei sowas, weil das kann sonst immer für sehr viel Gefahr sorgen. Ja, das sind mir die Liebsten. Offroad sich fahren lassen und dann da umkehren, damit man alle aushebelt. Das ist natürlich der beliebte Trick. Ah, sind alle da, ne? Ich hab nicht mehr viel zu viel abzuschleifen. Versuch mal vorne gegen zu scheppern. Ja, mach ruhig. Schade. Ja. Also ist die Hauptstraße ganz im Osten. Ja, genau. Hauptstraße ganz im Osten. Ich versuche aber auch direkt Attacke zu machen. Der Oberteil macht jetzt keine Bademanöver. Okay, der hat mich ausgetrickst. Fährt er mich an? Hauptstraße. Oh, ich glaube, er sieht mich nicht, oder? Kann das sein? Das war gerade eine komische. Ich könnte auch erklären, warum er so viel kommen ist bei meinem Frontaltreffer. Fährt parallel nördlichste Richtung nördlichste in der Mitte und fährt dann Richtung Osten, nördlichster Punkt. Also, ich bin mehr oder weniger drauf. Ja, wie fährt Richtung Osten, nördlichster Punkt? Nein, ich bin stuck! Ja, nördlichste Straße, sorry. Das ist das S. Wo er hat sich festgefahren. Ja, und jetzt hänge ich am stimmt, scheiß X3 fest. Ach, oder X5 oder was das ist. Ach, come on, echt jetzt. Fährt wieder zurück zur Hauptstraße? Ja. Dann aber keine Ahnung. Bin jetzt zur Winkelgasse.
jetzt bei der Kreuzung. Denk in der Nähe von der Route, was haben wir da? Ja, wir sind auf Position. Fährt Eskalation Richtung Westen, fährt in Wirrwarr rein und fährt Richtung parallel südlichste und fährt in den südlichsten Tunnel rein und Richtung Westen. Ich habe halt ein bisschen die Sorge, dass er mich nicht sieht. Das ist gerade sehr komisch, weil die Kollisionsabfrage ist jetzt raus aus dem Tunnel und fährt Richtung Teufelseck und dann direkt Eskalation die Ecke. Sehr gut, schade. Sehr, ja, Richtung Theater. Das ja, hat zumindest nochmal eine leichte passiert. Echt Lack. Ist jetzt Höhe Theater. Und fährt in Baumallee rein. Und fährt dann Richtung Hauptstraße die Ecke. Und fährt Richtung Statuenplatz. Nee, Theater. Ja, sehr gut. Gibt's nicht. Jetzt, zeitlich. Warum ist er gerade eben mal der Rückwärtsgang drin und jetzt ist er wieder raus? Jetzt das ist doch. Na, das ist. Komm, wieder raus. Naja, das ist aber auch manchmal echt verarschen im Spiel. Wir gehen da wieder rüber, jetzt komm, jetzt krieg ich ihn. Oh, nee, krieg ich nicht. Was war das denn jetzt schon wieder? Ja, das ist ja nochmal eine Frontal. Ja, und ich hänge an dem Scheiß. Jetzt fest. Oh. Aber von einer vorne. Nein, nicht so stark. Ich bin immer so stark. Ja, jetzt. Na, schön. Jetzt vorne, vorne ran. Alter, was für eine Geburt, ey. Das war's. Hey, wir haben einen mehr als die. Wir sind viel besser. Easy. Ich hing fast die ganze Overtime an der Laterne fest. Zwischen der Laterne und der Wand. Ja, die Laternen sind fies, wenn du da dich da festmachst. Ja, das war's mit der Heiligabend-Folge. Also, ich habe mit vielem gerechnet, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir es nicht einmal schaffen. Also, beide Teams nicht. Ja, dass sich die Racer einmal resetten können. Ich glaube einfach, weil die Racer-Teams beide gut gespielt haben. Ja, also, gerade der M3 GTR, der ja auch am Schluss überlebt hat, verdientermaßen, hat uns nach Strich und Faden verarscht. Also, ich sag mal so, ohne Kaffeepause hätten wir ihn bekommen, weil er da schon gut Schaden hatte, aber nach der Kaffeepause keine Chance, muss man wirklich so sagen. Also stark gespielt. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir das prinzipiell gerne nochmal irgendwann probieren sollen. Ich denke mal, dann werden wir das sicherlich mal erleben mit, dass sich alle mal reparieren dürfen. Ich denke einfach, auf Racer-Seite einfach alle super stark gespielt. Und ja, das gibt's halt mal. Ne? Von dem her trotzdem, glaube ich, war es eine ganz unterhaltsame Folge. Gab auf jeden Fall mal längere Verfolgung, was man sonst normalerweise hier ja nicht sieht. Also ja, passt. Ich wünsche euch auf jeden Fall an dieser Stelle einen schönen Heiligabend und wie gesagt, wenn alles nach Plan läuft, kriegt ihr morgen auch nochmal eine leicht specialige Forza Horizon 5 Folge. Freut euch drauf. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.